Herzlich willkommen bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich bin's mal wieder, euer Mr. Sasuke 63. Und wir sind hier gerade im Waldtempel unterwegs und versuchen den natürlich auch zu schaffen. Aber als erstes gehen wir mal hier nach oben, um eine versteckte Truhe und wie man hier oben rechts sehen kann, eine Skulptur zu finden. So. Oh, da unten sind anscheinend Wölfe, die uns eigentlich ins Leder wollen, aber nicht zu uns raufkommen, zum Glück. Da ist schon die Truhe. Yep. So, rüber. Und damit haben wir auch den ersten Schlüssel. Gut. Jetzt schaffen wir es, ohne gegen sie kämpfen zu müssen. Au! Okay, schnell weg hier. Hab jetzt keine Lust zu kämpfen, echt nicht. So, jetzt komm mal her. Komm her. Komm her. Dreh dich mal um. Ah, so geht das. So. Och, Mann, ist das nervend. Diese blöden Geister haben uns die Fackeln hier ausgemacht. Och, Mann, oh. Gut, als erstes müssen wir hier durch. Sonst kommen wir nicht weiter. Ah ja, genau, so geht's. Genau. Denn wir haben den einen Schlüssel. Damit könnten wir eigentlich die eine Tür dort aufschließen. Aber da wir am Schluss des Korridors einen zweiten Schlüssel brauchen, lohnt sich das eigentlich nicht wirklich. Deswegen begeben wir uns direkt mal in diesen Raum hier. Bam. So, in der Hoffnung, dass wir hier den zweiten Schlüssel finden. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gemacht. Das klingt leider ein bisschen in die Hose. Deswegen weiß ich das auch. So, wir müssen, glaub... Nee, müssen wir da rein? Nee, ich glaube nicht. Hier rauf vielleicht? Nee. Wo ging es nochmal? Ah, wir müssen da rauf. Okay. Und da sind nervige Kakerlaken, die dringend verschwinden müssen. Sonst noch da oben. Nein, ich wollte doch nicht auf. Ich wollte ihn vernichten. Nein. So. Ja, genau. Navigier mal ein bisschen zur Seite. Ah, nee. Viel zu weit oben. Wie soll ich den denn kriegen? Okay, gut. Jetzt müssen wir wohl einfach darauf hoffen, dass ich es irgendwie an dem vorbeischaffe. Ich bin nicht da, mein Freund, ich bin nicht da. Oh, oh Gott, der hat mich gesehen. Och, Mistvieh. Ah, oh, ist das nervtötend. Ja toll, die Schleuder können wir ja nicht benutzen. Wie sollen das jetzt gehen? Hä, wie sollen das gehen? Geht ja gar nicht. Warte mal, ich habe jetzt eine Idee. Komm her. Hier bin ich. Hier bin ich, Vollidiot. Ich locke ihn jetzt einfach weiter nach unten. Reicht das? Och, wehe, wenn nicht. Toll, jetzt ist er wieder genau an derselben Stelle, wo ich ihn nicht kriegen kann. Toll. Und jetzt? So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich es durchschaffe. Und wenn nicht, dann hab ich gehabt. Guck mal woanders hin. Danke. Schnell, 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 schnell. Ja, wir haben es geschafft. Uff. Gut. So geht das also.
Oh, verschwinde. Ich habe geschossen. Bam. Nimm das. Und da ist schon die Truhe. So, ich will das Herz haben. Ich will das Herz haben. Gib her. Ja, danke. Oh, falsche Seite. So. In dem Spiel sehen beide Seiten genau gleich aus. Und wir haben die Labyrinthkarte. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. So, jetzt sind wir hier. Bam. Ah, hier ist gerade was zum Ranziehen. Ach, komm. Hier ganz genau zu ziehen mit dem Analogstick ist ganz schön happig. Ja, gut, jetzt haben wir den Schalter betätigt und was passiert? Okay, das Wasser geht weg. Okay. War das alles, was wir hier machen müssen? Anscheinend. Oh, verdammt. So, ich will rauf. Oh, fast. Bam. Abgeschlachtet. Gut, dann begeben wir uns mal in den Brunnen rein. Hoffentlich überleben wir den Sturz gut. Genau so muss das mit dem Abrollen gehen. Gut. Hier ist eine kleine Truhe, die wollen wir auch direkt mal öffnen. Und der zweite Schlüssel, den wir schon gesucht haben. Gut, jetzt kommen wir auch weiter. Das ist gut. Hey, ganz rauf geht wohl nicht. So, dann machen wir es mal so. Gut, jetzt begeben wir uns mal in den eigentlich ersten Raum, wofür wir eigentlich zwei Schlüssel brauchen. So, falls wir es hier vorbeischaffen. Gut. Und tschüss. So, jetzt sind wir sozusagen einmal im Kreis gegangen, nur um einen Schlüssel zu holen. Egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Ich hoffe bloß, es fehlt kein Schlüssel. Es kann sein, dass ein Schlüssel fehlt, aber ich gehe jetzt das Risiko ein. Was soll's. So, im Notfall müssen wir halb zurücklaufen. Was soll's. So. Dann begeben wir uns mal rein und gleich erwartet uns das erste Vieh. Oh. Beweg dich nicht so schnell, Bam. Oh. Oh, nimm das, Mistvieh. Link, du kannst auch mal treffen, ja. Das wäre echt nett von dir. So. Gleich mal hier rauf. Hier ist auch so ein kleines Rätsel, das wir lösen müssen. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Genau. Und zwar nach genau dem Fall müssen wir uns orientieren. So. Ziehen wir das hier erstmal ein bisschen weiter zurück. So. Und jetzt können wir es so durchschieben. Eigentlich ziemlich simpel. Das ist zumindest das erste dieser Rätselart. Nachher gibt es viele weitere Rätsel, die eigentlich ähnlich aufgebaut sind. Es muss doch weitergehen. Nicht? Geht's nicht weiter? Ja, dann müssen wir wohl von der anderen Seite schieben. Und zwar von hier. Und tada! Gut, nichts mehr weiter rauf. Ah ne, warte mal, hier ist noch kein Monster. Die kommen erst nachher.
So, jetzt müssen wir das fast ganz bis zur Wand schieben. So. Jetzt müssen wir nochmal runter. Wo ist es? Ja, genau, hier ist die Leiter, mit der wir rauf können und, ja, den Block bereit machen, dass wir den richtig bewegen können. So, hier. So. Jetzt nochmal zurück und ihn ein bisschen bewegen. So, das hier, das Zeichen hier können wir erst sozusagen ja, vernichten, kaputt machen, sobald wir ein bestimmtes Item haben, was wir aber allerdings im Moment noch nicht besitzen. Aber wir sind schon auf gutem Weg zum Item hin. Und ja, mit dem können wir, wie bereits vorhin gesagt, das entfernen. Sofern ich noch dran denke, hierher zurückzukommen. Ich habe das bestimmt mehrmals erwähnt, aber das wird hier kein 100% Run. Denn das Spiel ist sehr vielschichtig und hat wirklich unglaublich viele Geheimnisse, die man erforschen könnte. Und da ich das Spiel erst einmal auf dem 3DS durchgezockt habe, habe ich es leider noch nie 100% gespielt. Eben habe ich nur mit auf dem 3DS einmal durchgezockt. Deswegen weiß ich, kenne ich halt die einzelnen Tempel und so. Aber ansonsten war es das auch schon. Au! Mistvieh. Komm her, hier bin ich. Hier bin ich. Ich habe gezielt auf dich, Mistvieh. Oh. Gut, das habe ich mit dem zweiten Schloss gemeint. So. Und das ist ein bisschen... Ja. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Ja, wie ihr sehen könnt, total bekloppt. Und wir drehen uns seltsamerweise noch mit. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. So. Bleiben wir mal hier stehen? Oder auch nicht? Bleiben wir mal hier stehen? Nee, immer noch nicht. Bleiben wir mal hier stehen? Hä? Ah, da. Da kommt ein Kreis. Nein! Ich wollte das Vieh besiegen. Toll, jetzt ist es wieder weg. Also, wenn wir zu lange stehen bleiben, passiert halt genau das, ja. Bam! Nimm das. Und wir kriegen ziemlich viel Geld dafür. So, wie ich gerade hier sehe, brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Ah, das ist ein bisschen schlecht. Aber los, Navi. Und dort oben ist auch die Truhe. Hier befindet sich eine Schatzkiste. Ja, aber wie sollen wir da hinkommen? Wie sollen wir das nur machen? Ja gut, auf jeden Fall, wir haben halb den letzten Schlüssel noch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen bleibt uns wohl... Oh, wenn ich mal treffen würde, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Mann. Oh, ich dachte schon wieder, das wäre echt die Höhe gewesen. Oh, wie ihr fasst mich auch nur an. Ah! Ah! Weg hier. So, nochmal den ganzen Weg zurück. Eben, ich habe die Dungeons schon mal gemacht, aber perfekt erinnern tue ich mich aber auch nicht.
Ich hab kein super Gedächtnis. Egal.